Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. So, wir sind immer noch hier auf dem Multiplayer-Server mit Bronat unterwegs. Immer noch fleißig am Mähen. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon den einen oder anderen Acker. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Wir warten bis Bronat dann soweit fertig ist. Dann fahren wir die Sojabohnen. Ah, der hat's gleich. Fahren wir die Sojabohnen nämlich auch direkt weg. Können wir ja schon mal gucken. Schmaler Streifen am Rand, den mache ich noch gleich noch im letzten Zug weg. Genau. Oh, 2900 kriegen wir im Getreidespeicher. Boah. Aha. So, Lenkrad habe ich soweit wieder hingekriegt. Ist halt noch nicht ganz optimal mit dem Force Feedback. Mann. Beschissene Wortwahl heute schon. So, das heißt, ich stelle mich da unten hin, weil du fährst ja jetzt. Ach, willst von da oben fahren? Ach nee, da fängt es erst an. Ach so. Da ist so ein schmaler Streifen, noch den nehme ich so mit der Seite noch weg. Ja, dann stelle ich mich schon mal hier passend hin. Da kannst du dann. Boah, das ist ganz schön schwer, das Lenkrad. Ganz schön schwer. Guck, ich fahr schon mal raus zum Anpeilen. So, ich guck gerade nochmal. Das hat aber schon ganz gut hin. Ja, das sollte besser funktionieren. Ich weiß nicht, was die geändert haben. Da ist mir der ganze Tag am Lenkrad einstellen, ne? Gib mal ein bisschen Gas. Schön. Sehr gut. Also jetzt haben wir, glaube ich, nur noch ein Feld, was fertig ist. Das neu gekaufte, die 34. Ja, das ist noch erntebereit. Da fahre ich schon mal die Sojabohnen zum Getreidespeicher. Wo war der? Die Straße hoch und dann rechts beim Händler. Okay. Kriege mal hin. Ah, jetzt hat er es wieder. Jetzt ist Lenkrad da. Hat aber lang gedauert. Eben gerade hat es klack gemacht und jetzt stimmt wieder alles. Komisch. Na, korrigiert das? Ja. Ah, 40% gerade mal im Hänger. Das heißt, da geht eigentlich noch einiges rein. Aber ich glaube, mit dem Hängerkauf hat sich Avadaras und ich so ein bisschen verschätzt. Den großen Klaas-Ladewagen habe ich ja schon wieder verkauft, weil das macht keinen Sinn, wenn unsere Traktoren den nicht ziehen können. Das macht wenig Sinn. Und Avadaras hat sich mit dem Ding jetzt, glaube ich, schon 50 Mal festgefahren. Macht keinen Sinn. Und der Anhänger hier ist selbst auch, wenn man bedenkt, der ist bei 40% und ich komme den Berg schon bald nicht mehr hoch. Ist meiner Meinung nach auch zu groß für unsere Maschinen. Aber das ist schon ein großes Feld und wir haben gerade mal 40%. Das heißt, der Hänger ist wirklich zu groß. Hat er gerade ein Problem mit. Jetzt. So, warte mal, 42. Ich fahre hier mit 20 km/h den Berg hoch. Ne, warte mal, 42 haben wir gemäht, 37 haben wir gemäht. Ne, unten die. 48. Die 34. Ja, die 34 ist noch zu machen.
Das ist die links unten. Ach, krass. Das ist ja Ah. unser zukünftiges Okay. Zuckerrübenfeld. Okay. Das, was wir gerade für 100.000 noch gekauft hatten. So, und jetzt heißt es Ich erstmal Geld hatte machen. geguckt, ich dachte, das wäre ein Anliegen des. Nee, leider nicht. Ach, passt. Kann man jetzt auch mal ein bisschen ausfahren. Da hat mal was zu tun, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier an Knete kriegen jetzt. Wie gesagt, Anhänger hat nur 40%. Fünfzigtausend. Das heißt, ein Anhänger voll würde uns so um die 20 ungefähr. 100.000 bringen. 100, 120, ja. Schätze ich mal so grob. Ja. Nicht schlecht. Wie positionieren wir uns? So, warte mal, komme ich jetzt nicht besser direkt zu deinem Feld da? Ach nee, muss ich trotzdem erstmal hier lang. Das heißt, da haben wir jetzt noch das eine Feld. Und da müsste man noch mal gucken, die Tiere vielleicht noch mal nachversorgen. Und dann ist wieder Grubbern und Ansehen steht dann an. Beziehungsweise ich könnte dir den Anhänger abstellen bei dir. Ja, Dann ich so können. betanken und du kannst in der Zwischenzeit was anderes machen, Dann genau. fange ich mit dem Sehen schon mal an. Wäre schon mal ein Feld soweit. Aber dann hole ich den kleinen Anhänger. Das ist nicht so nervig mit dem Hin- und Herfahren. Kannst ja den New Holland da das Getreide leer fahren, was noch drin hatte, und dann herstellen. Der ist schon weggepackt. Okay. Den hatte ich leer gemacht und schon weggepackt. Alles klar. Dann, wie dir es gerade in den Sinn kam. Im Kram passt. Hast du so mehr Ahnung von den Dimensionen, was Sinn macht. Ja, ich finde halt, Jetzt mal Schau machen. der Fliegel hier ist wirklich zu groß. Ich hätte eine Nummer kleiner gekauft. Weil noch haben wir die Maschinen nicht dazu. Und man darf nicht damit rechnen, wie es im alten LS war, dass man sich irgendeinen Anhänger kloppen tut und gib ihm. Das funktioniert hier nicht mehr, weil hier sind es realistische Ladegewichte. Da ist es nicht mehr so einfach mit großen Anhänger, kleiner Traktor. So ein Hänger voll mit Rüben. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich zu dir da komme. Ach, über die Brücke und dann runter, okay.
Warum ist hier hinten keine Brücke? Normalerweise müsste es auch das geben, dass der Motor abraucht, wenn du es so treibst. Mhm. Wisst ihr, hier könnten wir wahrscheinlich auch schon die erste Fuhre bald mal irgendwie. Ist halt die Frage, ob man sie verkauft oder irgendwo einlagert. Ja, haben wir eine Produktion, die damit zusammenhängen könnte? Noch nicht. Dann Probeverkauf erstmal. Könnten wir zum Bäcker bringen oder so. Ist halt, sobald wir eine Bäckerei haben, dann sind wir auf die Eier angewiesen. Dann ist es praktisch, wenn wir welche haben. Nicht schlecht werden in dem Spiel, dann. Nö. Wir haben ja Kapazität zum Lagern. Schlecht werden sie nicht, nee. Was wir haben, haben wir. Ja. So, dann schnapp ich mir jetzt die Sämaschine und fange schon mal wieder an, Weizen zu säen. Das ist immer das Wichtigste erstmal. Gerade auch wegen der Strohproduktion. Obwohl wir Stroh, glaube ich, erstmal wieder nicht brauchen. Es ist momentan überfüllt. Was zu viel ist, kann man ja immer noch irgendwie verscherbeln. So sieht's oder, aus. Oder wir müssen mehr Lagerkapazitäten schaffen. Mhm. Schlechte Zeiten. So, dann jetzt erstmal direkt wieder ansehen. Dann wächst zumindest Weizen schon mal nach. Da vorne kommt dann diesmal Raps drauf. Hat man ja gesagt, immer so ein bisschen im Wechsel. Und auf das andere Feld kommt dann Sojabohnen wieder drauf. So machen wir wenigstens ordentlich was an Kohle. So, und dann haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen, wäre es der Plan, vielleicht wirklich erst eine Zuckerfabrik zu kaufen und auf die Zuckerrübentechnik zu gehen.
Dann könnten wir nämlich einen kompletten Produktionsarm komplett abschließen. Das heißt, dann wäre unsere Molkerei komplett ausgelastet, weil wir dann auch noch zusätzlich Schokolade herstellen können. Nochmal zum Stapeln. Juhu! Ja, die Schokolade im Endeffekt, die hat ja... Ich weiß nicht, ob die noch einen Nutzen hat. Ich glaube, die könnten wir direkt verkaufen, weil... ich weiß nicht, ob man jetzt für einen Kuchen Schokolade braucht oder so. Müsste ich mal gucken. Bäckerei, Konditorei mäßig, ja. Wie sieht das denn aus? Ist dann die Croissants mit Schokoglasur bei uns zum Frühstück? Nobel geht die Welt zugrunde. Nö, direkt Schokolade braucht man nirgends, also das ist ein Endprodukt. Okay. Kann man direkt dann verkaufen. Gibt's hier Kaffee? Leider noch nicht. Wenn wir schon gerade bei legalen Drogen sind, wie Schokolade. Genau. Aber da hätte man halt einen Produktionszweig abgeschlossen. Ich denke mal, das macht mehr Sinn, sonst kriegen wir irgendwann durcheinander. Weil dann keiner mehr weiß, wo fehlt noch was. Und wenn wir dann schon Zuckerrüben haben, dann können wir gucken, dass man vielleicht dann in Richtung Schweine geht. Weil dann haben wir die Zuckerrüben eh schon. Aber da brauchen wir erstmal mengenweise Kohle dafür. Mengenweise. So, das Feld ist geerntet und in den Hänger geladen. Kann geholt werden. Welches war's jetzt? Hab ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das waren sie alle. Die anderen sind noch nicht erntebereit. Okay. Dann zurück. So froh, dass er das automatisch korrigiert bei dem Hänger. Mit dem Mähwerk. Ja. Das war damals, im 19er haben sie es auch schon mit drinne gehabt. Und da davor im 17er, das war immer eine Qual, das Schneidwerk da ordentlich drauf zu kriegen. Haben sie so schon ganz gut gelöst.
Hey, die Sämaschine, die sieht auch schon ganz gut mitgenommen aus. Ja, deswegen denke ich so ein bisschen was von wegen auf der Rückhand und ab und zu mal doch nachkontrollieren bei den Fahrzeugen. Na gut, von der Tabelle her sieht es noch ganz gut aus. Können wir ja gerade mal gucken. Ich habe eigentlich auch noch keins in der Hand gehabt, was unter 80% war. Von daher. Die Terrasem. Dinger Terrasem, da ist es doch. 74%. Also geht eigentlich. Ach. Aber Geht ich glaube, noch. das Hälfte. Aber der Hof wächst und wächst. Momentan halt ein bisschen Flaute, weil man kann nicht mehr bauen, wenn man kein Geld hat. Aber da kommt, wenn ihr die Fläche da noch seht, da kann ja noch einiges kommen. Bauen auf jeden Fall dann auch wieder Ma Fahrzeughallen. Die sind ja jetzt schon randvoll. Also Hoffläche an sich muss auch erweitert werden zwischendurch. Ja. Ja, und sobald wir einmal alle Produktionen irgendwo auf der Karte gebaut haben, werde ich die Karte auch zum Download zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir auch keine Mods hier mit drin. Aus dem Grund, dass ihr sie euch ganz einfach runterladen könnt und selber spielen könnt, ohne irgendwie erst noch Mods zu suchen. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich dann im Spielstand unsere Fahrzeuge und komplett unseren Hof. Mit sämtlichem Chaos, was wir euch hinterlassen werden, bis Genau. dahin. Wir kippen den ganzen Hof mit Heu und Silage noch voll. Da muss Fahren die auch was zu tun Fahrzeuge noch haben. vorher noch alle in den See? Die Map noch schön vorbereiten, ja. Ist auch wieder sauber und drin. Dann hol ich noch den kleinen Hänger eben. Ja, ich bin hier mit dem Feld auch gleich durch. Sind nur noch fünf Bahnen. 1, 2, 3, 4, 5.
sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Traktor sowie Sämaschine. Ja, gleich haben wir es. Dann ist ja auch gleich die erste Düngung drauf. Das war ja der Vorteil an der Sämaschine, dass der Dünger direkt mit drin ist. Was mir auch letztens eingefallen ist, um Kohle zu machen, können wir auch rein theoretisch, wenn wir mal nichts zu tun haben, mal ein paar Missionen erledigen. Das weiß ich, die schönsten rausgesucht, Düngeaufträge oder sowas und dann richtig Kohle gemacht. Nee, da habe ich noch gar keinen Plan von Missionen. Nee, du kannst bei den Feldern, die dir nicht gehören, kannst du Missionen annehmen. Das heißt, je nachdem kriegst du einen Auftrag, was anzusehen oder was zu ernten oder eine Transportmission, das heißt eine Palette von A nach B bringen, die kriegst du recht gut vergütet normal. So, was habe ich hier jetzt? War es Soja oder Raps? Ich glaube Soja. Zumindest die ganzen Düngemissionen, die könnten wir mit reinnehmen. Und die vielleicht sogar mit Gülle gefahren am besten. Dann sparen wir richtig Kohle und machen Geld. So, letzte Bahn jetzt. So, wie war das? Den Hänger hast du schon geholt, ne? Ja. Gut. Gerze, wo soll die hin? Kannst du direkt verkaufen fahren. Okay. Mal gucken. Wo macht's denn Sinn? Oh, nee, lager sie ein. Da ist ja gerade nicht viel, was dabei rumkommt. Da das wahrscheinlich eh nur eine Ladung ist, ne? Naja. Lager ist bei uns ins Hauptsilo. Wenn das große einfach da mit rein ist, wird dann passend. Okay. Genau, das ist ein Multifruchtsilo. Da gehen alle Sorten rein. Das wusste ich nicht. Ich dachte, okay. Das ist ja cool. So, ich bin jetzt auch durch. Das heißt, da kann man die Sämaschine gleich sauber machen. Musst dir mal die Sämaschine genauer angucken. Die sieht schon ganz schön, ja. Die ist so richtig, wie überall der Lack ab ist. Hm.
Sieht gut aus. Naja, vor allem da überall drüber geschrubbt ist. Ja, klar. Aber geil. Aber noch haben wir ja festgestellt, hat sie ein paar Prozent. So, aber wir sind schon wieder bei 30 Minuten angekommen. Das heißt, ihr kennt das Spielchen. Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss. Ciao.